Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Diesmal könnt ihr ganz entspannt euch zurücklehnen und euch von mir so ein bisschen berieseln lassen. Es geht nämlich nicht um eine einzelne Aktie bzw. Aktienanalyse, sondern es geht um den Aktienfinder als Startup, als Unternehmen auch. Und dann erzähle ich mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen und ich mache es mir hier auch ganz entspannt hier mit einem Glühwein. Es wird also auch keinen Disclaimer geben, dass du mit Aktiengeld verlieren kannst. Wie gesagt, wir machen ja nichts mit Aktien. Ja, wie komme ich jetzt auf die Idee plötzlich? Und zwar, weil ich hier gesehen habe gestern, dass wir die 20.000er Mitgliedermarke geknackt haben. An der Stelle danke nochmal an die Super Community. Ich weiß auch, dass viel Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht wird. Und ihr seht ja die Anzahl der Mitglieder. Wir sind ja auf der Seite aktienfinder.net. Immer angezeigt hier, komplett live. Also wenn du dich neu registrierst, dann poppt der sofort um eins hoch. Und jetzt haben wir 20.021. Und gestern Abend, wie gesagt, ging es über die 20.000 drüber. Habe ich mich gefreut. Habe ich ganz kleinen Post auf Facebook gemacht und da kam auch eine Rückmeldung und dachte, ja komm, kannst du auch gleich ein Video drüber machen oder drüber machen und auch noch ein paar Zahlen zeigen. Und das Ganze, das machen wir jetzt mal. Den Aktienfinder, den gibt es seit 2017, Mitte Januar, also am 15. Januar 2017, habe ich die Seite live geschaltet. Es gab vorher einen kleinen Prototyp und zwar gab es den auf meinem Blog wachstumswerte.net. Da gibt es auch ein super Video, das muss ich euch jetzt doch kurz zeigen. Das hier ist der Blogartikel, den ich da begleitend zu geschrieben habe zu diesem Video. Und zwar gibt es hier, ich hatte ganz am Anfang, hier ist die Danksagung und es gibt unter anderem Henry, den Dividendenhamster. Und als ich ganz am Anfang gestanden bin mit dem Aktienfinder, da wollte ich das da alles ein bisschen publik machen und es war noch nicht mal der Aktienfinder gewesen damals, sondern es war auch dieser Prototyp auf der Seite wachstumswerte.net. Und ich hatte gerade angefangen mit dem Bloggen und da hatte ich Aktienfinder noch gar nicht geplant gehabt zu kommerzialisieren und keine Vorstellung gehabt, wohin das überhaupt führen kann. Wollte aber trotzdem mich so, ja, ein bisschen mit der Finanzcommunity Freundschaft schließen. Jedenfalls mit denen, die es angenommen haben. Und der Normalfall war eigentlich, dass ich nichts zurückbekommen habe an Mails, also keine Antworten gekriegt habe, aber einige haben geantwortet, unter anderem der Alexander von Rente mit Dividende. Und dann noch hier Henry, den Dividendenhamster, der Dividendenhamster, der hat auch geantwortet. Und da habe ich euch hier im Blogbeitrag ein YouTube-Video von ihm verlinkt. Jetzt machen wir mal YouTube in YouTube sozusagen. Nee, das ist nicht das Video, das war jetzt also der falsche Link. Hier ist er. Und da siehst du den Prototypen des Aktienfinders noch auf der Seite wachstumswerte.net. Keine Angst, wir werden uns das Video nicht komplett angucken. Aber es ist schon ziemlich krass, wie sich das Ganze verändert hat. Ich gehe auch schon mal hin und spule so ein bisschen vor und dann sehen wir dann, wie das Ding hier ausgesehen hat. Den Ton machen wir aus. Vom René, den könnt ihr euch dann selber anhören. Und hier siehst du, wie der Aktienfinder ausgesehen hat. Ja, jetzt siehst du das ganze Ding hier. Ich mache es mal größer. Na, müsste eigentlich gleich größer werden. YouTube hat irgendwie keine Lust doch jetzt. Okay, und hier siehst du, wie der Aktienfinder früher ausgesehen hat. Und das ist also wirklich der erste Prototyp. Da hattest du gerade noch das KGV hier im Screener drin. Und im unteren Bereich, wo heute die ganzen Charts sind, da gab es in Anführungszeichen nur die Dividende zu sehen. Auch noch, hier siehst du 2016, also das war noch im Jahr 2016. Auch ohne irgendwelche Prognosen oder so, sondern noch keine Gewinne. Die ganzen Daten hatte ich alle überhaupt noch nicht. Und du siehst hier, dass es auch noch keinen Filter gab, geschweige denn irgendein Ranking. Und hier siehst du aber, es war der Blog wachstumswerte.net und auch der sah damals sehr sporadisch aus. Hieß damals aber schon Aktienfinder. Und dann habe ich es in der Zwischenzeit mal Wachstumsfinder genannt und jetzt heißt es wieder Aktienfinder, aber es ist auf einer eigenen Seite. Also guck dir das mal an und dann siehst du eben, wie viel sich da mittlerweile doch getan hat. Also ja, ist schon Wahnsinn und ich hätte damals selber nicht dran gedacht. Dann will ich einfach mal zeigen, wie das Wachstum so aussieht. Ich habe mal ein kleines Excel gebastelt, das ich jetzt hier versuche, wieder in den Bereich hier zu ziehen, damit du das siehst. Das hier ist die Anzahl Mitglieder. Wie gesagt, ich habe angefangen im Jahr 2017, also hier. Und jetzt siehst du hier das Wachstum.
Und ja, das erinnert so ein bisschen an das Gewinnwachstum von Tencent beispielsweise, bevor es angefangen hat, leicht zu stagnieren. Also hier so eine, ja, leichte, könnte man schon sagen, Exponentialfunktion. Am Anfang noch mehr oder weniger relativ flach und läuft es jetzt im Prinzip eigentlich ja immer besser. Das wirst du jetzt auch hier sehen. Da habe ich noch ein paar andere Charts gemacht. Da siehst du dann hier die Registrierung pro Monat. Macht auch das noch mal etwas größer hier. Da siehst du, dass am Anfang hier sind 200 Registrierungen, 400, 600 und so weiter. Und du siehst das hier im ersten Jahr, also in 2017, jedenfalls bis Oktober, da war noch nicht so viel. Im August gab es den ersten kleinen Peak und dann gab es den nächsten Peak im November. Und der erste Peak im August, das war das Video von Nils Gajowi, der den Aktienfinder vorgestellt hat. Also das ist jetzt schon wirklich alles der echte Aktienfinder, in Anführungszeichen der echte Aktienfinder, also nicht mehr der Prototyp auf der Seite wachstumswerte.net, sondern der richtige Aktienfinder, und der wurde hier vorgestellt von Nils Gajowi, Zahltagsstrategie. Und dann gab es hier das Interview mit Daniel, dem Finanzrocker, und das waren so die ersten zwei Peaks. Und dann kam sowieso die Dividendensaison. Ihr wisst ja, insbesondere in Deutschland, wo die Dividenden ja sowieso nur einmal im Jahr ausgeschüttet werden, da ist die Dividendensaison, und da interessieren sich viele Leute für Aktien, hauptsächlich von Januar bis so noch in den Mai rein, aber dann flacht es ab. Und ich habe auch im Januar dann den Dividendenkalender ins Leben gerufen und der kam super gut an, also nach wie vor bis heute. Und dann gab es hier den nächsten Peak und dann kam quasi das Sommerloch hier. Und ja, dann ging es hier weiter, dann kam hier der nächste Peak und dann siehst du schon, dass es deutlich drüber ist. Und dann jetzt wieder so ein bisschen das Sommerloch und jetzt geht es ja wieder nach oben. Und ich hoffe natürlich, dass das dann analog zu den Vorjahren hier auch nochmal dann ein bisschen höher gehen wird, sodass halt das Wachstum beibehalten wird. Hier, das ist so, haben wir die Registrierung am Tag. Muss auch noch mal ein bisschen größer. Das siehst du halt auch. Aller Anfang ist schwer, insbesondere wenn du so ein Startup bist. Da haben sich dann, also es gab Tage, hat sich überhaupt niemand registriert als neues Mitglied in den ersten Monaten. Und im Schnitt siehst du hier sind drei neue Mitglieder und auch hier drei im März, im Mai, wo dann auch noch das Sommerloch gekommen ist quasi. Da waren es halt vier neue Registrierungen am Tag. Und bezahlt haben da natürlich auch nicht entsprechend wenig Mitglieder, gab ja halt auch noch nicht viele. Und das sind halt so die Zeiten, die Durststrecken, die muss man halt durchstehen. Ich hatte ja meinen Job als Softwareentwickler im Finanzbereich gekündigt gehabt und habe dann halt mich komplett auf das hier konzentriert und habe es halt auch ausprobiert. Das Ganze ist ja selbstfinanziert, das heißt, ich habe ja keine Finanzierung von irgendwo angenommen, kein Venture Capital quasi eingesammelt, habe aber schon dank einer halbwegs ordentlichen Sparquote und halbwegs ordentlichen Investments ein bisschen was auf der hohen Seite gehabt. Also ich wusste ja schon, dass ich durchhalten kann und die Familie halt auch durchfüttern kann, eine gewisse Zeit. Und das war Gott sei Dank aber nicht allzu lang diese Zeit, weil du siehst ja dann halt, dass die Anzahl der Registrierungen am Tag dann auch entsprechend hochgegangen ist. Und so Pi mal Daumen, ich denke, das kann ich verraten, wird jedes zehnte Mitglied dann auch Vollmitglied und trägt dann halt auch dazu bei, dass das Ganze jetzt zum Erfolg wird. Und ja, mittlerweile sind wir jetzt wieder bei 41 Registrierungen, 40, 41 Registrierungen am Tag. Und ich denke, das ist schon soweit ganz ordentlich und ich hoffe natürlich noch, dass das halt dann auch weiter steigt. Ja, dann gucken wir mal, was habe ich hier denn noch so Schönes geschrieben? Also ich habe hier die Grafiken auch im Blog abgebildet. Hier habe ich eine Grafik, die zeigt dir die hier, die ist von Google AdWords. Da kannst du nämlich die Suchanfragen anschauen. Das ist die Entwicklung der Suchanfragen für Aktienfinder. 4 von 5 Leuten, die laut meiner Google Search Console, wo ich quasi die Google-Suche ausgewertet bekomme von Google selbst, tun gut 4 von 5 Leuten, die nach Aktienfinder suchen, dann auch auf aktienfinder.net klicken, also meine Seite besuchen. Und es gibt da schon so ein 1 zu 1 Verhältnis auch, oder so ein 1 zu 1,1 Verhältnis vielleicht zwischen dem Interesse am Aktienfinder und dem wachsenden Suchvolumen hier von dem Suchbegriff Aktienfinder, bilde ich mir jedenfalls ein. Und du siehst dann auch hier die gleichen Peaks, hier den November-Peak, November 2017.
ist es angestiegen, also das war das Interview mit dem Finanzrocker und dann siehst du hier, wie das weiter steigt. Am Anfang, als ich den Aktienfinder quasi ins Leben gerufen habe, im Januar 2017, da gab es 840 Suchanfragen für Aktienfinder. Es gibt nämlich noch andere Aktienfinder, also Onvista hat einen Aktienfinder, Comdirect, die Sparkasse hat einen Aktienfinder. Es gibt auch noch diverse andere Aktienfinder und die, die vorher keinen Aktienfinder haben, die haben jetzt plötzlich selbst einen Aktienfinder, so wie TraderFox. Die haben ja auch meinen Slogan geklaut, in Aktien investieren, um von steigenden Kurs und Dividenden zu profitieren. Und das zeigt dann auch schon, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und jetzt haben wir 9.650 Suchanfragen gehabt für Aktienfinder im Oktober. Gut, dann habe ich mich hier später im Blog damit beschäftigt, warum ich glaube, dass der Aktienfinder erfolgreich geworden ist. Also für mich ist es jedenfalls ein Erfolg. Und wenn du das schon länger verfolgt hast, das Format hier, dann weißt du ja mein Motto, in Aktien mit langfristig steigenden Gewinnen zu investieren, weil nur wenn die Unternehmensgewinne langfristig steigen, dann werden auch die Kurse und die Dividenden steigen. Und das siehst du hier halt nochmal grafisch abgebildet. Und ich versuche das langfristige Gewinnwachstum eben sichtbar zu machen über Kennzahlen und über Charts, so wie hier den Screenshot siehst von dem Chart, über den Gewinn, aber auch über den Cashflow, die sich gegenseitig ergänzen. Ab und zu kannst du ist das eine, ab und zu das andere besser und ab und zu kannst du auch beide nehmen. Das ist der Optimalfall. Und es ist interessant, also irgendwann habe ich halt gemerkt, relativ früh, dass, obwohl so aus meiner Sicht es immer logisch gewesen ist, oder nicht immer, nachdem ich mich eine Weile mit beschäftigt hatte mit Aktien, dass es aufs langfristige Gewinnwachstum ankommt, dass man es aber nirgendwo transparent bekommen hat, wie das langfristige Gewinnwachstum sich entwickelt. Weder über Kennzahlen noch hier so schön mit Grafiken. Und ja, da habe ich mich einfach entschlossen, das selber zu machen. Und da kommen wir dann zum nächsten, weil es das bisher so noch nicht gibt. Jedenfalls habe ich es so noch nicht gefunden. Muss ich es halt auch selber machen. Das heißt, ich muss die Kennzahlen selbst berechnen und ich muss die Charts quasi selbst zeichnen. Also auch die Daten für die Charts, also das Futter hier, was dann angezeigt wird, ja ebenfalls selbst berechnen. Und wie das aussieht, das habe ich auch hier im Blog und das zeige ich dir jetzt aber noch mal hier live. Diese Abfrage hier. Die ist dafür verantwortlich, im Aktienfinder die Grafiken anzuzeigen. Die ist ja gut, ich gehe jetzt halt nicht. Na doch, soll ich mal in den Aktienfinder gehen? Vielleicht mache ich das mal, damit es für diejenigen plastischer wird, die den Aktienfinder so nicht kennen. Also gehen wir mal in den Aktienfinder. Und wir reden jetzt hier über diese Charts, die du hier siehst. Und aber auch hier über diesen Chart beispielsweise und auch die Charts, die du dann halt in der Analyse sehen würdest, wenn ich dann draufklicken würde. Und das sind ja alles irgendwelche Daten, die hier dargestellt werden. Und das ist im Prinzip die Hauptabfrage, die dir diese Daten liefert. Und dann kannst du hier mal ein bisschen runterscrollen. Also das, wer sich ein bisschen auskennt, das ist eine Datenbankaufsprache, die heißt SQL, TSQL, wenn man es genau nehmen will. Das ist der SQL-Server. Und so sieht das ganze Ding halt aus. Und falls dir das jetzt irgendwie viel oder kompliziert vorkommt, dann kann ich ja sagen, das ist lediglich die Spitze des Eisbergs, was du hier siehst, weil diese Abfrage ruft wieder viele, viele andere Abfragen auf. Hier geht Exchange Rate, wo dann Wechselkurse berechnet werden. Und hier gibt es dann beispielsweise eine Fair Value View, und die habe ich auch schon mal aufgemacht. Das wäre dann die hier. Da wird dann also diese hier aufgerufen, diese Fair Value View. Da werden dann die fairen Werte berechnet, also was du hier siehst. Wir haben ja zwei Fair Value Berechnungen, wo es darum geht, den ja, fairen Wert der Aktie zu bestimmen. Einmal diese statische hier und dann einmal hier die dynamische, die auf der Webseite selbst, auf dem Client, sagt der Techniker, berechnet wird. Und diese Fair Value View, die liefert quasi die Daten hier zurück und dann gehe ich wieder auch hier zurück und das ist eben die hier und da siehst du dann, wie das aussieht und die ist dann auch schon wieder ein bisschen länger und ich habe auch schon mal ein Video gedreht, dass ich das KGV ebenfalls selbst berechne
Jetzt muss ich mal gucken, das KGV, das wird dann hier berechnet, in dieser Preis-Earnings-View zum Beispiel. Das wäre dann die hier, also das KGV. Das wird ja auch hier dargestellt. Hier siehst du ja 10-Jahres-KGV, 1-Jahres-KGV. Und dann dafür ist dann diese Abfrage hier wieder zuständig. Also von dieser Abfrage, diese Hauptabfrage, die alle Daten liefert, wie gesagt, die geht hier hin und tut da eine Abfrage aufrufen. Die Abfrage wiederum ruft diese Abfrage hier auf, die KGVs zurückliefert, damit eben dann die fairen Werte basierend auf den historischen KGVs und den Durchschnitten der historischen KGVs berechnet werden. Und die Abfrage wiederum ruft andere Unterabfragen auf und so ist es halt quasi ein richtiger Rattenschwanz. Das siehst du halt, was da alles dahinter hängt. Und wenn du irgendwo einen Fehler machst, dann ist halt das Ergebnis falsch. So ein Oschi, also sowas ja eigentlich schon komplex und mächtiges, das kann man nicht einfach von vorne nach hinten runterschreiben. Sowas entwickelt sich halt im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre jetzt in unserem Fall. Und ab und zu, also man baut da halt immer weiter dran, baut neue Features, wenn man eine neue Spalte oder einen neuen Chart in den Aktienfinder bringen möchte. Und es kann auch immer mal wieder sein, dass wenn man ein neues Feature hinzufügt, dass dann auch erstmal Fehler drin sind, die man beheben muss. Und das Ganze versuche ich immer relativ schnell zu machen. Ich bin aber immer noch überrascht. Es gab ja durchaus schon Situationen, wo ich dann gesehen habe, dass an der einen oder anderen Stelle das nicht optimal ist. Es muss sich nicht mal explizit um einen Fehler handeln. Es kann einfach sein, auch, dass man das einen und denselben Sachverhalt so oder so machen kann. Und dann komme ich später zu der Meinung, der Erkenntnis, dass es andersrum besser gewesen wäre. Und dann ändert es halt immer noch. Ja, also das ist teilweise auch ziemlich, ja, ich sage immer, man muss sich da halt nicht so schade sein, die Hände sich schmutzig zu machen. Und das ist ein Teil davon, wie man sich die Hände schmutzig macht. Und der andere Teil, der ist eben das, was ich als aktives Datenmanagement bezeichne. Das heißt, ich habe es schon mal ein paar Mal gezeigt, ich habe ja eigene Masken, mit denen ich die Daten kontrolliere. Ich habe vergessen, wieder Outlook zuzumachen. Das tue ich jetzt gleich. Outlook mache ich jetzt hier mal zu und dann habe ich hier auch noch was anderes. Hier seht ihr nochmal meine Administrationskonsole. Die zeigt gerade nichts an. Müsste aber gleich kommen. Hier sind die ganzen Aktien. Die kann ich eben hier alle verwalten und kann alle Daten hier ändern. Unabhängig von dem, was mir der Datenprovider sagt, kann ich also was anderes behaupten. Und das ist halt das, wo ich mir sage, ja, da muss ich halt auch nicht so schade sein, sich die Hände schmutzig zu machen. Ich kriege auch immer mal wieder Rückmeldungen von Leuten, die mir sagen, ja, ich bin auch ITler oder sowas, interessiert mich auch dafür und schade, dass ich nicht das gemacht habe. Das hätte ich ja eigentlich auch machen können. Aber ich denke, viele Leute unterschätzen, was für eine Arbeit das tatsächlich ist. Und ich arbeite 7 Tage die Woche eigentlich mit dem Aktienfinder. Mal mehr, mal weniger. Ich meine, für die Familie bleibt ja auch noch mal ein bisschen was Zeit. Vorhin sind wir auch spazieren gegangen, aber ich habe also nie einen wirklichen freien Tag und ich könnte mir, es wäre unmöglich, den Laptop nicht irgendwohin mitzunehmen, wenn ich mal länger außer Haus bin. Ja, das war jetzt also hier quasi mal ein bisschen ja, gezeigt, wie das Ganze so technisch aussieht und was da so quasi hinten dran steht. Und es ist ja im Prinzip auch der Grund, warum du diese Informationen nirgends sonst siehst, weil es die halt einfach nirgends sonst gibt, weil die eben selbst berechnet werden. Also ich ziehe quasi nur die Rohdaten von den Datenprovidern und alles wird dann selbst verwurschtelt. Also ich ziehe mir auch nicht, wie viel Dividende pro Geschäftsjahr bezahlt wird oder pro Kalenderjahr. Ich ziehe mir nur die einzelnen Dividendenzahlungen und aggregiere das selbst mit hoch, weil ja schon bei Sachen wie seit wann die Dividende erhöht wird, schon das stimmt ja meistens nicht bei Datenprovidern, weil die dann aufs Kalenderjahr gehen und nicht aufs Geschäftsjahr und dann kommen eben andere Zahlen schon raus. Übers KGV habe ich ja schon ein eigenes Video auf YouTube gedreht, wie jeden Börsenprofi Profi verblüfft, innerhalb von wie vielen Minuten waren es, ich glaube 2, was mein Partner Matthias Hotz und ich auf der Investmentmesse in Stuttgart gemacht haben. Ja, also hat schon seinen Grund, dass ich lieber alles von der Pike quasi aufmache, anstatt mich auf die Daten zu verlassen. Und wenn du auf normale Webseiten gehst, die holen halt die Daten von den Datenprovidern so, wie sie sind, ohne zu wissen, wie sie eigentlich berechnet werden und geschweige denn, dass sie die irgendwie kontrollieren würden oder
selbst ändern könnten. Gut, dann gehen wir mal weiter. Dann habe ich hier so mal noch ein bisschen geschrieben. Mir sind im Laufe der Zeit halt noch ein paar Sachen aufgefallen. Also das eine ist der wichtige, das eine oder das Zentrale ist der Fokus auf langfristige Gewinnwachstum. Dann sind mir darüber hinaus aber noch ein paar Sachen aufgefallen. Also Fallstricke, die einfach oft dazu führen, dass man doch kein so glückliches Händchen hat bei den Investments. Das eine ist diese Dividendenfixierung, nenne ich das mal. Weil seltsamerweise, also es scheint so zu sein, dass viele Investoren glauben, nur Bares ist Wahres und auf die Dividende ist Verlass und die Gewinnentwicklung ist irgendwie so mehr oder weniger ein Zufallskonstrukt. Da habe ich auch ganz interessante Mails und Erfahrungen gesammelt, insbesondere aus dem englischsprachigen Raum. Wenn man da mal das Konzept der Dividendenaristokraten ein bisschen in Frage stellt, dahingehend, dass das als Auswahlkriterium vielleicht nicht so super gut ist oder dass es was Besseres gibt, da gibt es schon Leute, habe ich das Gefühl, die wollen einen dann steinigen. Und dann wird argumentiert, dass man bis dahingehend, dass das Gewinn oder dass die ganzen Bilanzen inklusive dem Gewinn ja sowieso alles irgendwas ist, was das Management mehr oder weniger manipuliert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite meinen dann die Leute, dass sie sich auf irgendwelche Scoring-Systeme super verlassen können und auf Dinge wie Ausschüttungsquote und so weiter, wo dann diese Scoring-Systeme drauf basieren. Wobei doch die Ausschüttungsquote ja auch wieder auf den Gewinn benutzt, um eben dann diesen Prozentwert auszurechnen. Also das sind teilweise komische Vorstellungen und auch einfach, es kann es nicht sein, dass ein Unternehmen Dividende bezahlen kann, wenn es dauerhaft keinen Gewinn macht. Das sind alles so irgendwelche elementaren Zusammenhänge aus meiner Sicht, die teilweise also einfach negiert werden. Ja. Aber ich habe auch keine Lust mehr groß drüber zu debattieren. Ich habe im Moment insbesondere nicht mit Leuten, die die englische Sprache sprechen. Das habe ich eigentlich schon aufgegeben, auch auf Seeking Alpha. Also ich schreibe jetzt schon länger nicht mehr auf Seeking Alpha, weil es mir teilweise ein bisschen zu blöd ist und weil ich da teilweise mich auch verstellen muss und dann genauso tun muss, wie die oder so schreiben muss, wie die halt ticken, um den englischen Aktienfinder zu vermarkten. Und ich mache das vielleicht mal irgendwann wieder, aber momentan. Wie gesagt, ist es mir zu blöd. Das heißt, die englische Seite, die lasse ich einfach so nebenbei im Prinzip laufen. Das ist ja auch das Schöne beim Technischen. Wenn man das einmal alles aufgesetzt hat, dann läuft ja sehr vieles automatisch. Einer dieser Fallstricke, also, das ist die Dividende, die hohe Dividende. Dass, wenn jetzt eine Aktie eine hohe Dividende bezahlt, dass die dann attraktiv erscheint. Dann haben wir hier den Dividendenturbo. Und ich habe halt versucht, das Ganze so ein bisschen. Und auch die Leute abzuholen, die sich da vielleicht eher blenden lassen. Das habe ich aber vor allem hier über den richtigen Dividendenturbo hier gemacht, also über das Haupttool, das auch Dividendenturbo heißt. Und das geht eigentlich ganz einfach, indem man den als Einstieg quasi hier die hohe Dividendenrendite wählt. Also zum Beispiel bei 3M. Da siehst du dann halt, dass die Dividendenrendite momentan recht hoch ist. Dann könntest du denken, die Aktie ist jetzt wirklich günstig bewertet. Kannst du aber hier in die Vollanalyse reinklicken und dann siehst du schon gleich, dass es nur bedingt der Fall ist, weil hier in der statischen Aktienbewertung kannst du dann erkennen, dass es ja diesen Fair Value Dividende gibt und laut dem ist die Aktie sehr viel höher bewertet oder könnte sie sehr, oder ist sie fair, ist deutlich mehr wert mit 221 bzw. 222 US-Dollar. Als mit den Fernwerten, die basieren auf dem Cashflow und dem Gewinn. Da wäre die Aktie nämlich maximal 177 US-Dollar wert, was ungefähr dem Kurs entspricht. Der Kurs liegt gerade bei 173 US-Dollar. Naja, jedenfalls, und hier siehst du dann langfristige Gewinnwachstum, Umsatzmargen und so weiter. Das heißt, ich versuche auch dann den Leuten hier so eine Brücke zu bauen, die von der rein, von dem Dividendenfokus kommen. Und dann natürlich noch dann die ganzen Texte hier oben drüber, die das Ganze so ein bisschen erklären sollen. Und das mache ich eigentlich immer. Ich habe hier ja noch andere Sachen, den Dividendenkalender, Dividendenaristokraten und so weiter. Und ich habe eigentlich immer hier oben so erklärende Texte. Hier auch nochmal die Sicherheit der Dividende im Blick und so weiter. Und versuche halt dann immer, die Leute so ein bisschen abzuholen. Und außerdem sind es halt super Landingpages, die viele Besucher bringen. Das ist natürlich auch schon viel wert. Also, das ist einer dieser typischen Fallstricke. Ein anderer, wo die Leute oft nicht so ganz klar sehen, das sind ja Aktienrückkäufe.
Weil Aktienrückkäufe wie Dividenden eigentlich was Positives sind. Das sind im Prinzip die zwei Wege, wie das Management dem Aktionär quasi ja, Geld zufließen lassen kann. Einmal direkt hier über Dividenden und einmal indirekt über Aktienrückkäufe, dass dann pro Aktie ein größeres Stück vom Kuchen übrig bleibt, also vom Gewinn, was ja dann dazu führt, dass wenn Dividende ausgeschüttet wird, mehr Dividende. Also du mehr Dividende kriegst pro Aktie und weil der Gewinn pro Aktie ja auch anzieht, dann zieht auch der Kurs stärker an. Das haben wir auch in der letzten Analyse ganz explizit gesehen zu Demant. Und ist an sich also auch keine schlechte Sache, so wie Dividende an sich auch eine gute Sache ist. Aber beide können halt missbraucht werden. Und bei Aktienrückkäufen, insbesondere dann, wenn das Geld gerade locker sitzt, auch mit einem niedrigen Zinsniveau oder jetzt bei der Steuerreform vor 2 Jahren, da gab es dann auch nochmal üppige Rückzahlung. Und dann, wenn es kann, das Management, wie gesagt, Aktienrückkäufe benutzen, um ein bisschen unbefriedigende Dinge, Gewinnentwicklung zu überdecken auf den Pro-Aktie-Kennzahlen. Und das mache ich halt hier transparent. Und das findest du meines Wissens sonst auch nirgends. Also du siehst zum einen, wie hoch die Rückkaufquote ist und zum anderen, wie hoch der Gewinn pro Aktie dadurch gesteigert werden konnte, wurde durch den Aktienrückkauf. Und dann eine andere Geschichte, dann ist auch nochmal die Bilanz. Ich denke, die meisten Aktionäre würden vielleicht gerne, aber lesen die Bilanz nicht, weil es halt einfach irgendwie zu kompliziert ist. Es gibt ja sehr viele Bilanzpositionen und das habe ich halt hier eingedampft quasi, wenigstens versucht, auf die wesentlichen Punkte von so einer Bilanz. Und das Ganze dann halt nochmal, also einmal die Aktiva, also die Vermögenswerte, und da halt geguckt, was sind denn so die entscheidenden Kategorien aus meiner Sicht von so einer Bilanz. Und da ist eben der Firmenwert oder der Goodwill was entscheidend ist, aber auch hier die Treasury Stocks und dann natürlich noch die Schulden hier, die dann verglichen werden mit dem Vermögen des Unternehmens. Dann nochmal die Schuldenquote und dann auch hier diese Tilgungskraft, um rauszukriegen und ein Gefühl zu kriegen, wie lange so ein Unternehmen bräuchte, um die kompletten Schulden zu tilgen. Das sind alles so eigentlich ganz, aus meiner Sicht jedenfalls, alles so ganz essentielle Fragen, die man aber so schwer beantwortet bekommt, anderswo. Und dann hast du ja hier nochmal, das ist auch noch ein Fallstrick meiner Meinung nach. Viele Leute haben ein Problem, dass sie denken, der Zug ist schon abgefahren. Das heißt, sie kaufen Aktien von erfolgversprechenden Unternehmen, die ihre Gewinne langfristig steigern, deshalb nicht, weil die teuer erscheinen. Und das Problem ist jetzt, dass Aktien, die ihre Gewinne langfristig steigern, die haben das einfach so an sich, beziehungsweise Unternehmen, die ihre Gewinne langfristig steigern, die haben das an sich, dass auch die Aktienkurse steigen von einem Hoch zum anderen. Natürlich gibt es immer mal wieder Rückschläge, aber im Prinzip sind die halt mehr oder weniger immer teuer. Sie scheinen jedenfalls immer teuer zu sein, jedenfalls wenn man einfach so auf den Chart guckt. Und das erschwert den Einstieg für viele Aktionäre. Und im blöden Fall weichen dann Aktionäre auf vermeintlich billige Aktien aus, die im Kurs gerade stark gefallen sind oder die ganze Zeit schon fallen, jetzt halt einfach noch billiger geworden sind. Beispielsweise Deutsche Bank oder irgend sowas. Und das macht dann dich als Investor langfristig gesehen im Regelfall jedenfalls nicht glücklich. Und mit der Fair Value Berechnung, da kannst du dieses Phänomen quasi umgehen, weil da spielt es erstmal an sich keine Rolle, ob die Aktie jetzt den Höchstkurs erreicht hat, sondern da spielen eben diese fairen Werte eine Rolle, weil die dir eben anzeigen, ob die Aktie historisch gesehen günstig oder teuer bewertet ist. Und somit kannst du dann auch nochmal dieses Ja, diesen psychologischen Fallstrick umgehen, dass du eine Aktie nicht kaufen willst, weil du sie hättest vor 3, 4, 5 oder 10 Jahren kaufen sollen, als sie viel günstiger war und jetzt eben der Aktienkurs viel höher steht. Die Fair Value Berechnung stellt halt den Aktienkurs in Relation zu den bereits gestiegenen Gewinnen und Cashflows und rechnet dir dann halt wirklich den fairen Wert aus, den so eine Aktie kosten kann. Und wenn du dann darauf schaust, dann wirst du halt auch erkennen, dass so ein gut laufendes Unternehmen halt auch zu Recht höher bewertet ist, als es vor ein paar Jahren gewesen ist. Und möglicherweise findest du dann auch noch das ein oder andere Schnäppchen von einem Qualitätsunternehmen.
Und das ist ein anderes Problem, was viele Aktionäre haben, nämlich keine richtige solide Anlagestrategie. Und wenn du keine richtige Anlagestrategie hast, dann fällt es dir halt auch schwer, die richtigen Aktien in dein Depot zu legen, weil du nicht die richtigen Kriterien hast. Also beziehungsweise du hast ja überhaupt keine Kriterien, wenn du keine Anlagestrategie hast. Und hier haben wir ja im Aktienfinder dann auch, na, ich zeig's jetzt nicht, kannst du denn selber ausprobieren, das Rating. Das Ranking, Entschuldigung, und das Ranking, das kannst du individuell feststellen. Es gibt schon so ein paar Beispiel-Rankings, das ist noch ein anderer Screenshot, da ist noch der englische Name drin. Da gibt es schon so ein Ranking für Dividendenwachstumsfans und für Fans, die auf hohe Dividenden stehen. Und da kannst du dich dann inspirieren lassen, dann kannst du die Schieberegler selbst durch die Gegend ziehen, wie du möchtest, und das dann anwenden auf jede einzelne Aktie. Und dann kriegst du hier halt gesagt, wie gut die für deine Anlagestrategie geeignet ist. Ich denke, viele Mitglieder am Anfang, die haben noch gar keine so richtige Strategie, aber das kann denen halt helfen, das zu visualisieren, indem die einfach dann, oder indem du dann einfach damit ein bisschen rumspielst, mit den Schiebereglern guckst, was da rauskommt, dann schaust, welche Aktien sind denn hochbewertet, sind es Aktien, die ich mir vom Prinzip her gerne ins Depot legen würde, und du siehst auch hier die einzelnen Kriterien, und ich glaube, sowas regt halt auch zum Nachdenken an. Und dann hast du am Ende, hoffe ich jedenfalls, deine eigene Anlagestrategie gefunden. Und dann kannst du auch anfangen, dir wirklich die Aktien auszusuchen, die in dein Depot wirklich gehören. Dann habe ich hier mal noch so eine kleine Timeline. Da habe ich einfach mal aufgeführt, welche so die wichtigeren, aus deiner Sicht auch wahrnehmbaren Features gewesen sind, die so im Zeitverlauf dazu kamen. Denn wenn du ein IT-Projekt hast, allgemein ein Projekt hast, das auf Nachfrage, auf Interesse stößt, dann ist das nie zu Ende. Das entwickelt sich immer weiter. Und technisch siehst du dann hier, wie sich es weiterentwickelt hat. Technisch bzw. inhaltlich, das sind ja im Prinzip die zwei Seiten einer Medaille. Also ich implementiere das technisch und du benutzt es dann ja fachlich. Na, hier kannst du dann mal gucken im Blog, was da alles so passiert ist im Zeitverlauf, und das wird dann hier sicherlich nicht das Ende gewesen sein. Was bei mir auch noch wichtig war, das war das hier, die Community-Arbeit oder das Marketing, weil es reicht ja nicht, wenn du jetzt nur, in Anführungszeichen, nur ein gutes Produkt hast, wenn es keiner kennt, dann wird es trotzdem nicht erfolgreich sein. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich ja schon auf der Seite wachstumswerte.net diesen Prototypen hatte. Also im Nachhinein hat sich gezeigt, dass es ein Prototyp war. Ich habe es damals nicht als Prototyp gesehen, weil ich ja gar nicht wusste, wohin das überhaupt führt. Aber hatte dadurch schon eine kleine Community wenigstens aufgebaut. Das waren auch die ersten Leute dann gewesen, die sich beim Aktienfinder registriert haben. Und im Laufe der Zeit habe ich auch ein bisschen was dazugelernt. Und ich treibe jetzt ja mein Unwesen, du weißt es, auf YouTube, sonst würdest du das ja jetzt nicht schauen. Und auch auf Facebook jetzt insbesondere. Das war aber am Anfang alles nicht geplant gewesen. So, zu Facebook bin ich gekommen, weil eines der ganz frühen Mitglieder mich per Mail aufmerksam gemacht hat, dass man in irgendeiner Facebook-Gruppe über mich diskutieren würde. Und dann bin ich neugierig geworden und habe mich angemeldet auf Facebook. Und ja, seitdem bin ich halt auch auf Facebook aktiv. Und zu YouTube bin ich im Prinzip gekommen, weil ich immer wieder so die gleichen Fragen bekommen habe und dann irgendwann gemerkt habe, dass meine Doku nicht gelesen wird. Who reads the fucking Doc, oder read the fucking Manual, heißt es ja, für Programmierer, die immer wieder die gleichen Fragen kriegen und doch der Meinung sind, hier gibt es doch ein Handbuch, da steht doch alles drin. Aber man kann ja niemanden zwingen, Handbücher zu lesen, und so ganz unter uns, ich tue es auch nicht so gerne. Und dann dachte ich zeige das Ganze mal in bewegten Bildern. Hab dann halt mit YouTube angefangen. Das waren zuerst, hat man mir ja auch gesagt, relativ stocksteife Videos, die ein bisschen oberlehrerhafte herkamen. Sage, so machst du dies, so machst du jenes. Habe aber, glaube ich, im Laufe der Zeit ein bisschen dazugelernt und habe dann auch gemerkt, dass die Leute die Sachen nicht so abstrakt serviert bekommen wollen, sondern das irgendwie in einem konkreten Zusammenhang. Das heißt, ich habe dann irgendwann angefangen, Aktienanalysen zu drehen. Die kamen auch besser an und mache das bis heute. Habe heute ja auch noch ein paar Formate gemacht, um das Ganze nochmal in größeren Rahmen zu packen. Starter Depot, Bestseller Challenge sind jetzt so die zwei Formate. Und das siehst du hier, das ist Social Blade, da kannst du auch hier draufklicken. Dann, nee, kannst hier draufklicken, dann siehst du, das ist die große
Grafik. Ich dachte, dann kämst du hier zum Link von Social Blade. Ist egal. Du siehst hier die Anzahl der Abonnenten, wie sich das so entwickelt hat. Im Oktober 2017, da hatte ich also noch ganz frisch angefangen, da hatte ich 18 Abonnenten. Also ein halbes Jahr, nachdem es den Aktienfinder quasi gab. Und dann kam hier erstmal so diese Stocksteif-Erklärvideos. Und dann irgendwann mal angefangen, hier eine Aktienanalyse zu 3M zu machen und so. Zu den Klassikern quasi, die jeden interessieren oder sehr viele interessieren. Und dann hat es dann langsam hier Momentum gewonnen. Und jetzt mal läuft es besser, mal läuft es schlechter. Aber insgesamt läuft es soweit ganz gut. Und wir haben jetzt, hoffe ich mal, bald dann auch 15.000 Abonnenten auf YouTube. Wobei ich nie sage, dass du subscriben sollst. Ich wende mich immer an die Leute, die wissen, was sie wollen und die selbstständig entscheiden. An die Selbstentscheider, wie man so schön sagt. Und ich denke, jeder kann selbst entscheiden, ob er den Kanal abonnieren will oder nicht. Ja, und dann gibt es noch den Blog, den Aktienfinder-Blog, den du halt hier siehst. Das ist auch Marketing im Prinzip. Wenn wir jetzt hier auf alle Blogbeiträge gehen, den habe ich am Anfang auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, beziehungsweise den gab es am Anfang noch gar nicht, diesen Blog. Habe ich dann später noch einen WordPress-Blog hier reingepflanscht in die Domain aktienfinder.net. Das war dann auch so anfangs eher so ein Durchlauferhitzer. Das heißt, das waren eher so kurze Teaser mit einem Link zu zum Beispiel YouTube-Video. Und mittlerweile mache ich hier aber nur noch so richtige Artikel, die man wirklich sehr eigenständig lesen kann, ohne dann von irgendwohin weitergeleitet zu werden. Das ist natürlich auch Arbeit, aber ich mache es ja gerne. Ich arbeite ja gerne, habe es mir das selber ausgesucht. Und so ähnlich wie auch bei YouTube habe ich auch so mittlerweile einige feste Formate gemacht hier, die Helden der finanziellen Freiheit, beliebtesten Dividendenaktien, auch Dividendenaktien mit Rabatt, Gewinner und Verlierer des Monats und so. Und da weiß ich dann auch quasi ein bisschen, dass ich was zu tun habe. Und versuche ich natürlich euch auch so ein bisschen dran zu gewöhnen, auch an den Blog, auch an YouTube und euch ein bisschen an der Stange zu halten, ist ja klar, ne? Und das Ganze hätte ich natürlich nicht geschafft, ohne hier Unterstützung. Da möchte ich mich zuerst mal beim Matthias bedanken, bei Matthias Hotz, das ist nämlich mein Partner hier. Und das war eine super lustige Geschichte. Also hier ist sein Steckbrief. Wenn du ihn begegnest, musst du nicht die Polizei rufen. Er ist harmlos, auch wenn er vielleicht anders aussieht. Also hier sind zwei Skinheads, das sind die Betreiber von der Seite aktienfinder.net. Und wie gesagt, wir sind eigentlich ganz harmlos, meistens jedenfalls. Und der Matthias, den habe ich zufällig kennengelernt, kurz vorm Launch von aktienfinder.net. Und er hatte so ein U-Boot-Projekt, auch so eine Art Aktienscreener. Und den hatte ich mal darauf angesprochen und habe ihm mal gesagt, hier, ich habe ihm eine Mail geschickt, wusste nicht, wer das ist, ich wusste auch nicht, dass er ein Deutscher ist. Und dann habe ich gesagt, hier, da ist ein Fehler drinnen in deinem Screener da. Und dann hat er sich nett bei mir bedankt auf Englisch. Und dann habe ich gedacht, soll ich dem jetzt auch mal schreiben, dass ich sowas Ähnliches mache? Hab da ein bisschen hin und her überlegt und gesagt, ja, schreib mal, dass du das auch machst. Weil ich ja schon diesen Prototypen hatte auf wachstumswerte.net. Da hat er geschrieben, ja, zurückgeschrieben, ja, er kennt es und findet es cool. Und dann ging es so ein bisschen hin und her. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass beide Deutsche sind. Und dann haben wir festgestellt, dass er quasi aus der Region kommt, aus der ich auch gekommen bin. Er wohnt noch immer da, also Pforzheim, in der Region Pforzheim. Ich bin Nordschwarzwälder. Ja, jetzt im Raum Frankfurt lebe ich. Ja, und dann hat man sich so verstanden. Und dann habe ich ihm mal erzählt, was ich vorhabe, dass ich quasi an dem Aktienfinder baue, dass ich das ernsthaft verfolgen möchte. Wobei ich damals auch noch nicht wusste, dass ich das Vollzeit machen werde. Damals war es alles noch anders geplant. Und hat einfach gemeint, ja, da kann er mich ein bisschen unterstützen. Er kennt sich gut mit Suchmaschinen und so aus. Und ja, klar, wenn du das machen möchtest. Und hat das ganze erste Jahr nicht einen Cent dafür gekriegt, für seine Arbeit. Ich habe ihm aber schon, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, am ersten Telefon, als wir gemacht haben, habe ich gesagt, okay, wenn ich irgendwann das richtig ernsthaft mache, eine GmbH kriegst du 10% davon. Ich weiß nicht, wie ich so drauf gekommen bin, aber ich glaube, ich habe es ihm ganz am Anfang gesagt. Und jetzt hat er 10% von der GmbH. Und es ist im Jahr 2018, also im zweiten Jahr des Aktienfinders, da habe ich ihn bezahlt, offiziell als Lieferant. Also hat er auch ein bisschen was davon abgekriegt. Aber ist klasse, dass ich den Partner habe. Und an der Stelle also, Matthias, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du bis jetzt durchgehalten hast, mit mir zusammenzuarbeiten. Und er ist ja ein bisschen so hinter den Kulissen, werkelt er.
Und ich bin dann hier auch so ein bisschen die, wie nennt man das, Frontsau. Ja gut, und dann hier die beiden, den Henry, den Dividendenhamster, dessen Video hast du schon gesehen, dann Alexander von Rente mit Dividende, dessen Portfolio ich heute noch pflege, das mache ich immer so nebenbei. Also wenn du einmal die Sachen richtig aufziehst, dann sind viele Dinge wenig Arbeit für dich hier, Rente mit Dividende. Siehst du sein wunderschönes Depot. Alexander ist ja eines auch von diesen Finanzblogger-Urgestein. 334.000 Euro hatte ja Alexander hier schon im Depot, also nicht schlecht. Und dann siehst du ja, wie jetzt alles bei ihm verteilt ist und so weiter. Ja, und ihn hatte ich angeschrieben gehabt, auch ganz am Anfang. Und zwar ganz am Anfang von wachstumswerte.net. Und er hat auch geantwortet gehabt und hat mich auch von Anfang an unterstützt. Und in seiner ersten Mail dann hat er auch geschrieben gehabt, ja, also deine Seite sieht schon schön aus und so, aber das machen viele Leute und mal gucken, wie lange du dabei bleibst. So inhaltlich hat er das geschrieben. Und ich glaube, Alexander hat damals auch nicht gedacht, nicht geglaubt, wohin das alles hinführen wird. Es ist übrigens tatsächlich so, dass viele Leute anfangen, irgendwas zu machen. Auch sehr begeistert sind, ob sie jetzt Excel-Sheets bauen oder ob die ja wirklich anfangen zu programmieren. Und insbesondere, wenn es dann an die Programmierung geht und so, hören eigentlich die meisten hören wieder auf. Weil es ist schon insbesondere am Anfang sehr undankbar, das Ganze, weil man steckt halt viel Arbeit rein und im Prinzip interessiert es am Anfang überhaupt keinen. Da kommt also sehr wenig zurück. Und das killt auf lange Zeit die Motivation. Das zum einen und zum anderen, wenn du da ein bisschen länger dabei bist, am Anfang machst du schnell und die richtigen Probleme und ja, diese Futzelsachen, sage ich mal, die kommen alle erst später. Und da macht es irgendwann nicht mehr so richtig Spaß. Musst du dann halt trotzdem dabei bleiben und dich motivieren. Wo waren wir gewesen? Hier bei der Danksagung. Zum Nils habe ich auch schon erwähnt von Zahltagsstrategie. Da habe ich hier seine YouTube-Vorstellung des Aktienfinders. Damals gab es dann auch schon den Aktienfinder richtig. Natürlich noch nicht so toll wie heute, aber er war schon gut. Der Nils hat ihn vorgestellt, hat mir auch geholfen. Und dann das Interview mit dem Finanzhocker, dem Daniel, hat mir auch geholfen. Und hier geht es schon in die Neuzeit. Da wollte ich einfach nochmal zwei Roberts danken. Der eine, der heißt, ich tue das mal hier anonymisieren. Also nur Robert. Einmal der Robert von der Consorsbank und einmal der Robert von Investing.com, beziehungsweise vom deutschen Ableger von Investing.com. Bin dem Robert bei der Consorsbank, mit dem komme ich sehr gut klar und der sorgt immer dafür, dass die Community hier, ob das jetzt die Aktienfinder-Community ist oder auch die einfach, ja, die Aktionäre, wir im Prinzip, dass unsere Interessen da durchgeboxt werden, so gut es halt geht. Und ich finde, hat sich schon einiges getan. Und bei Investing.com, der Robert, der pusht den Aktienfinder ein bisschen, weil ihm der Aktienfinder gut gefällt. Und stellt dann zu, hat er zum Beispiel dafür gesorgt, dass die ganzen YouTube-Videos dann auch automatisch hier auf Investing.com erscheinen, die ich auf YouTube stelle. Klasse Sache. Es gibt natürlich noch viele weitere Kollegen, aber ich glaube, da würdet ihr jetzt einschlafen, wenn ich mich jetzt hier bei jedem bedanken würde. Und dann am Ende natürlich immer die Frage, ja, wie geht's weiter? Viele fragen mich, ja, wann ich die AG mache, beziehungsweise wann ich eine Aktiengesellschaft aus der GmbH mache, damit sie sich daran beteiligen können. Das habe ich jetzt bislang noch nicht geplant. Ich hole einfach, dass der Aktienfinder weiterhin gut läuft, dass sich weiterhin schön entwickelt. Ich habe hier noch geschrieben, dass ich mit einem neuen Datenprovider momentan beispielsweise verhandle, weil mir geht es nicht darum, auf Teufel komm raus, irgendwelche neuen Features zu bauen. Ich will mich immer auf das Wesentliche konzentrieren im Aktienfinder, weil ich halt der Meinung bin, so diese eierlegende Wollmilchsau, die für jeden gut geeignet ist, die gibt es halt nicht. Und deshalb sperre ich mich auch immer wieder gegenüber Anfragen. Also ich bin allgemein schon dankbar, wenn Anfragen kommen, immer. Aber ich setze nicht alles um, nur weil ich der Meinung bin, jetzt auch vielleicht einen kurzfristigen Vorteil davon zu haben. Dann würde ich jetzt das KGV beispielsweise in den Screener-Bereich ziehen, weil die Leute gewohnt sind, ein KGV zu haben. Ich mache es nicht, weil ich auch meinem Motto treu bleiben will und auch nur die Leute quasi bedienen möchte, die langfristig investieren möchten, aber die möchte ich so gut wie möglich bedienen. Und alle anderen, die besuchen halt andere Finanzseiten, die ihre eigenen Anforderungen und Bedürfnisse halt besser erfüllen. So ist es eben. Und das heißt, ich entwickle den ganz, oder versuche den Aktienfinder ganz selektiv weiterzuentwickeln. Und das hat sich jetzt schon ein bisschen verlagert, weg von der Programmierung hin zum
Marketing. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass YouTube-Videos, die dann auch geschnitten werden müssen und so, und dann nochmal einen Blogartikel zum YouTube-Video zu schreiben und dann auch noch ja, der ganze Kundenservice, so nenne ich das jetzt mal. Das kostet ja auch alles Zeit. Also wenn ich Mails beantworte oder auf Facebook was beantworte oder YouTube-Kommentare beantworte. Und ich unterscheide da auch nicht, ob das jetzt ein Vollmitglied ist oder überhaupt kein Mitglied ist. Also ich behandle alle gleich. Weil einige Leute da schreiben noch, ja, ich bin Vollmitglied und jetzt hätte ich gerne die Aktie drin oder sowas. Das zieht bei mir nicht. Ich nehme die Aktien auf, ich nehme das zur Kenntnis, aber am Ende überlege ich schon aus Sicht der Community, ob die Aktie jetzt interessant ist für uns, und dann ist sie auch für den Aktienfinder interessant oder halt nicht. Ja, was jetzt wahrscheinlich auch einige von uns euch interessieren würde, wäre, wie viel Geld ich jetzt damit verdiene und so weiter. Da möchte ich jetzt aber keine Zahlen zeigen. Das kann ich machen, wenn ich veröffentlichungspflichtig bin, das heißt, wenn es die AG gibt, dann mache ich das. Momentan ist es noch nicht der Fall. Ja, gut. Ja, das war im Prinzip so mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Gab jetzt auch etwas von meinen persönlichen Ansichten wieder. Ich hoffe, das war nicht langweilig. Dann bedanke ich mich, dass du es lange durchgehalten hast. Und nächstes Mal wird es natürlich wieder um Aktienanalysen gehen. Ist ja klar. Okay, man sieht sich.